Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76, genau. Tja, wir sind ja noch dran, versuchen den Typen hier einigermaßen durchzukriegen. Alter. Könnten wir noch hier bitte... Systemleiter, der scheint auch nett zu sein. Okay. Irgendwas ballert gerade. Ah, von da hinten ballert einer. Komm, lass mal Auge weg. Erstmal Auge weg. Jetzt Beine weg. Und wieder Arme. Und komplett weg. Und bestimmt noch zwei. Wahrscheinlich, wir haben ja, schon über die Hälfte. Es wird ja langsam. Was tut jetzt da unten rum? Okay, gut. Cool. Aggressor. Okay, ist hoch down. Wie gesagt, wenn mein Schleichangriff trifft, ist der sehr, sehr tödlich. Ja. Ich darf zu laut sagen. Dann hit ich die anderen, kannst du sie fertig machen. Ich hab halt nur noch 8 Schuss. Aber sollte ja passen. Nee, ich habe auch nicht mehr weg, was das halt läuft die ganze Zeit schon mit ganz im Hammer rum. Tesla-Gewehr. Sieht hier gerade ein bisschen kaputt aus. Zugang verweigert. Bitte Atomraketenschlüssel. Zugang verweigert. Ausgewiesene. Bitte Atomraketenschlüsselkarte. Ja, okay, die haben wir jetzt halt keine. Ja, genau. Aber hey, haben wir das schon mal. Ja, jetzt hoffen wir nur, dass wir alles für das Silo Bravo finden. Genau. So. Lecker. Falls wir die anderen noch machen möchten, dann werde ich gucken, dass wir nicht ein Fusionsgewehr oder so bekommen. Ja, ja. Glaube ich ganz sinnvoll bei denen, die hier dann ein bisschen was haben. Ja, einfach. Ja, die findet man eh recht häufig auch. Ja, ja. Sieht jetzt mehr so aus, als hätten wir es kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren wir nicht. Das war schon so. Ja, das sind so 5 komische Mitarbeiter gekommen und die haben da herumgearbeitet und haben alles kaputt gemacht. Genau. Genau so war's. Boah, mich nervt der Hammer echt von den Geräuschen her. Aber ist recht stark. Ein nötiges Übel. Ja, das auch, das auch. So, ja. Achso, das ist eine Drehleuchte. Okay, das wäre das, dann... Schauen dann wir mal. Ja. Ich glaube, hier können wir erstmal. Achso, ich muss eh mal gucken, dass ich. Wo war nochmal das mit dem Dings? Ich muss ja erstmal noch Dings loswerden, Gewicht loswerden. Wo ich schnell reisen kann. Hatten wir hier unten überhaupt einen Bereich? Ja, ja, die Bastelbank, wo ich auch gestorben bin nachher. Achso, die war ja
ein bisschen weiter weg, oder? Ja. Ich glaube, hier direkt ist nichts mehr. Hier ist nichts gefunden, aber ich habe auch nicht so genau geguckt, wenn ich ehrlich bin. Nee, hier ist keiner. Hier auch noch so ein Robo-Herstellungsterminal. Mal Licht an. So. Ah ne, wir müssen ja glaube ich eh nochmal runter. Wo bist du denn jetzt runter? Ich bin, also da, den Weg, den wir auch genommen haben beim Hinweg. Achso, stimmt, da, wir sind ja hochgekommen. Genau. Genau, hier ist Storage und haben wir es ja, glaube ich. Hier hinten in der Ecke war das ja, glaube ich. Ja, das reicht doch. Da bin ich ein. Ja, genau, das stimmt. Da, boah, okay, ich dachte, der Weg wäre weiter gewesen. Die Shotgun mache ich auch mal gerade weg. Hier wäre noch eine Kampfrüstung. Was scheinbar schlechter als das, was ich noch habe. Ich muss sowieso mal gerade Inventar. Kleidung. Ja, natürlich das, wo ich schon was hab, da kriege ich jetzt hier eine Kampfrüstung für. Alles klar, dann darf die aber auch weg. So. Ah, hier liegen noch welche, ne? Was meinst du? Tote Roboter. Ja. Dann kann ich nämlich hier gleich Fusionszellen mitnehmen, wenn ich dann auf. Ah, ich habe jetzt einen Zentralrechnerkern gefunden. Wollte der Aggressor Tronkopf? Ja, ich glaube, die kannst du auch irgendwie verwerten oder so. Das ist eine Waffe. Oder so. Okay. Oder so. Dann. Wo war denn hier jetzt noch was an? Hier war doch auch noch irgendwas an Quests in der Nähe, oder? Da unten. Achso, da müssen wir jetzt beim Weißfunk, müssen wir uns noch so eine Schlüsselkarte holen. Okay, gut, dann gehen wir halt nochmal zurück. Dann halt nochmal zurück zum White Springs Bunker. Okay. Du bist schon weg, ne? Wahrscheinlich. Hm? Reiß ich dir nach. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt packe ich die aber auch mal wieder weg. Oh. Ah, stimmt, wir können noch hier Dings wegpacken. Daten. Ich habe gerade noch ein paar technische Daten aufgenommen, die könnten wir auch noch verwerten bei der Bruderschaft. Ach so, stimmt. Boah, ja, ich vergesse die immer, ich lasse die immer liegen. Ja, ja. Ich bin aber jetzt auch gerade erst wieder. Also ich hatte im Kopf, dass man es für irgendwas braucht. War mir nicht mehr so ganz sicher, wofür. So, hallo Bunker. So, schnell rein. Thank you.
Ach, warte mal, ich hätte mal gucken sollen, wo ich überhaupt das mitnehmen. Ah ja, hier unten aber, okay. Meinst du, sichere Bunker ist einfach offen? Das soll wohl so. Wahrscheinlich. Nee, höher noch. Warte mal. Da. Schade. Nein. Aber wir müssen... halt irgendwie da rein. Ach so. Ah ja, genau, Command Center. Boah. Ganz finde ich mich hier noch nicht zurecht. Ah, kann passieren. Ja, ja. Ah ja, genau, das war das dann mit dem... So, das war es für Silo Bravo. Fehlt nur noch Charlie Alpha. Ja, ich glaube, es reicht tatsächlich, wenn wir ein Silo nehmen, oder? Ja, müsste eigentlich. Wir müssen halt dann gesondert gucken. Beziehungsweise mehr die B sammeln. Ja, ja, genau, eben. Hä? Wo ist der jetzt? Was ist noch Events? Da finde ich Informationen über die Codeverschlüsselung. Blind? Ah ja, genau, die ist unter dem Event Speisung der Hungrigen. Lebensmittel auch so, das habe ich noch gar nicht gefunden. Dann zur Voltec-Universität, da in die Ecke zumindest. Irgendwie fehlt mir hier noch so ein Tutorial, warum auch immer. Wie man das mit den Dings macht, oder? Achso, oder ja. Von den Quests meinst du? Von den Schildern hier irgendwie. Naja. Vielleicht hast du das nicht gemacht. 3 von 4, ich habe mir doch eigentlich alle angehört. Hä? Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen hohen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Wir helfen dir mal schnell. Waren wir hier nicht schon? Halt, sehe ich es auch. Warte, wir werden vielleicht vorher mal Munition machen sollen, oder ich zumindest mal. Machen wir das Lebensmittelverarbeitung? Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht. Ja, ja. Das sind Level 5 Gegner.
Zack. Zack. Du musst da echt rein. Okay, ich hab's mir zuerst angehört, aber ich hab immer noch 3 von 4. Hm. Fuck, wahrscheinlich. Wirklich, ja. Ach, Mann. So, jetzt komm ich zu dir. So, noch 2 Minuten. So, jetzt bin ich auch da. Ah, stimmt, das ist das hier. Hm. Das ist ein Spieler 1. Ja, ja. Der Bouillon. Wir brauchen ja Tofu, nicht Rinder. Gemischte Gemüse-Dings, das könnte vielleicht was sein. Na, das war das Falsche. Mal hier die Viecher ein bisschen mit dem Schwert platt, spart Munition. Vielleicht genau, ein bisschen Stress beim Suchen. Ja, und sind auch zu schwach eigentlich. Ja, ja, wie gesagt, das. Bist du? Ah ja, da haben wir, ich habe einen. Cool. Was wird knapp? Ah, wir haben es aber. Yay. Ah, nice. Jetzt habe ich auch einen gefunden. Ja. Dann machen wir noch ein bisschen Quest. Nein, ich gerade. Ja, bei mir auch. Oh, viele sind hier. Wo ist der Achter? Ah, da oben. Müssen wir die aktivieren? Ah, ne. Ja, einfach gucken, dass die halt nicht kaputt gemacht werden. Eine Gelegenheit dann reparieren. 5 Minuten also noch, okay. Müssen wir packen. Ja. Das kriegen wir hin, denke ich. Ganz knapp, ganz knapp. Ah. Ah. Da mal weg. Ah, da kommt noch einer. Okay, diese Ratten. Wo schleiche ich hier eigentlich? Die Macht der Gewohnheit? Ja, ja. Ah.
das mechanische Problem. Au. Ein Rohr reparieren, aha. Rohrkrepierer. Nicht draußen, oder? Da oben ist, wird irgendwas angezeigt. Ah ja, da. Repariert. Cool. Jude. Ich hab ja Muni dabei. Hey. Red Away und Red X. Schere. Und Frame-Einbrüche. Der Spieler wird wahrscheinlich auch ein bisschen froh sein, damit er ein bisschen Hilfe hat. Ja, ja. Vor allem so eine kompetente Hilfe. Ja. Du ne Kakerlage. Nein. Geh weg. Das Event, das war das erste und ich habe es nicht gemacht. Ne? Okay. Ja, das kann tatsächlich gut sein. Ich meine, so das erste, was, was ich gefunden habe, hier war, ist eine Munitionsgedöns. Ah ja. Hier ist ein bisschen Munition drinnen. Da hinten, genau. Ja, leider nichts für mich. Da ist aber was drin. Oh, sogar eine Schwarzpulverpistole. Okay. So, noch ein mechanisches Problem. Machst du das oder soll ich? Ja, okay. Guck mal gerade rein. Der Mahak hat mich nämlich so angeguckt. So. Wasserdruck, was, aha. Was ist los? Ah, hier hinten Röhrchen drin. Ist auch, wenn du zu viel rührst, hast du nachher noch Hirsche angelockt. Man muss aber, ich muss den Befest jetzt aber echt lassen. Die Events sind nicht langweilig gestaltet. Das stimmt, ja, ja. Ich meine, die Enklaven-Quests, die sind relativ eindeutig gewesen, relativ gleich. Ja. Aber das war halt auch, wo wir, als wir wirklich nur die 10 gefarmt haben. Ah, da, Klebeband. Aber wenn du wirklich viele Events machst, dann fällt das, glaube ich, gar nicht so auf. Das denke ich auch, wenn du halt ein bisschen, also nicht nur Enklaven-Events halt machst, sondern das halt so ein bisschen durch. Genau, wenn du allgemein ein bisschen Zeug fahren möchtest, ja, einfach Events machen, glaube ich nicht, dass das ganz gut geht hier. Was? Wir haben einen guten Punkt zu Fallout? Okay, jetzt ist es tatsächlich ziemlich ruhig. Ah, ja. Gesagt, und jetzt kommt die ganze Bühne wieder. Ja, tatsächlich. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Timing, was Sachen angeht. Ja, irgendwie schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stolz drauf sein soll oder es verteufeln soll. Ja. Schrauben. Ist deiner? Anna. Die wir zwei einfach nachlaufen. Diese Nahkampfprobleme immer. Ja, die Action spielt sich aber nur hier unten ab. Ich guck die ganze Zeit. Ah. Ich hätte nichts sagen sollen, ja, ey. Aber hey, reicht, wir sind durch. Das geht ums Prinzip. Geh weg.
So, oh, 150 XP, da kannst du echt nicht, du bist nicht meckern. Ich bin gerade geschlagen, mein Freund. Bleiben Sie stehen. Attacke! Ach ja, und hier irgendwo muss ja noch der Dings sein. Der Tool mit dem der Schlüsselkarte, wie es scheint, oder? Ist das jetzt das Bereich von Mama Deutsche? Es wird hier drinnen irgendwie was angezeigt. Achso. Hast du die Schlüsselkarte? Nein. Okay, weil ich weiß, wo die Tür ist zumindest. Ist hier bei dem Rohr. Aber wir haben die Karte nicht, zumindest ich habe sie nicht. Wenn hier kommst du rein. Ah ja, okay. Okay, ja. Du hast sie auch nicht, ne? Nein. Dann, achso, dann müssen wir hier wahrscheinlich gar nicht hin. Genau, hier ist der Zugang. Das heißt, wir müssen irgendwo noch eine Schlüsselkarte finden. Wir werden umschwärmt. Wo, aber woher wohl? Ja, ich hab was. Wir müssen eh nach Camp Venture um die Sachen abzugeben, und ein bisschen südwestlich davon ist halt dann auch die Sache mit dem Zielgebiet. Da okay, müsst ihr allerdings mal gerade gucken, wie sehr ich überladen bin und was ich wegschmeißen kann. Hier drinnen ist doch Werkbank, oder? Tatsächlich? Ich weiß nicht, ob ich mich gerade irre, aber ich glaube, ich habe eine Werkbank gesehen, oder? Habe ich mich doch geirrt. Naja. Aber ich glaube, ich habe beim letzten Mal gab es irgendwie Raketen oder so, die kann ich dann mal weghauen. Genau. Ja, okay, Raketen brauchst du halt echt nicht. Und bei mir ist es aber auch knapp vom Platz. Beschädigter Chemikalienanzug. Kann ich eh herstellen. So, dann wäre ich wieder reisebereit. Ja, ich auch. So, dann können wir, glaube ich, gerade mal noch schnell die Sachen bei Camp Venture abgeben, und dann ist auch schon wieder die Folge vorbei. So schnell kann es gehen. Ja, ganze halbe Stunde haben wir gebraucht. Ah, die technischen Daten, genau. Ja. So schnell wird das Spiel in ein Hack'n'Slay umgewandelt. Genau. Bleiben Sie stehen, Sir. So, wo ging's hier nochmal runter? Hier. Wenn ich mich nicht richtig irre, war hier auch die Stelle, wo es reingehört. Was? Ich hab doch den... So, war das jetzt alles? Ja, scheinbar. Kannst du durch die Tür? Weil da hinten war ich viel Munition. Nee. Oh, okay. Schade. Ich habe aber, glaube ich, jetzt neue Rüstung gekriegt, die ich eventuell sogar anziehen kann. Kleidung. Uniform des Einsatzgelehrten, Die ist aber schlechter als das. Echt nur Sachen, die ich schon hab. Die sind dann auch schlechter. Spricht nicht für das Game Design. Aber okay, wir sind aber auch bei einem relativ frühen Bereich, glaube ich, oder? Nee, ja, ja. Du frühst ja nicht. Ich glaube, hier konnte man auch irgendwo verwerten. Ja, hier waren etliche.
Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns das nächste Mal, glaube ich, da unten wieder. Ich glaube, ich hole auch mal gerade mein Camp noch hier oder reise nochmal zum Camp zurück. Und dann wird hier noch ein bisschen Inventarmanagement betrieben. Bis dahin, genau. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao.